Hallo, hallo Freunde chinesischer Kopfhörerkunst. Heute habe ich Schuhschrankscharniere für euch, wie gewohnt. Und nebenbei schauen wir uns auch noch die Arna Flypods an. Meine bisher, glaube ich, teuersten Kopfhörer, die ich jemals getestet habe. Gibt es bei Trading Chen Chen, kosten aktuell 137 Euro. Gibt es im edlen Türkis und zum Glück auch in Weiß. Na, das ist nun schon ein bisschen teurer als die gewöhnlichen 25 Euro Smartphone-Kopfhörer, die ich sonst so vorstelle. Aber dafür können die auch mehr. Was genau? Welche erotischen technischen Details hinter dieser sehr edlen blauen, himmelblauen, oder was ist für ein Blau? Diskutieren wir erstmal das Blau und danach geht's um die Kopfhörer nach dem Intro. Viel Spaß. So, fangen wir wie immer erstmal mit den wirtschaftlichen und technischen Details an. Ja, früher ne, Kopfhörer, Strippe dran, damit war das Thema abgehakt. Heute gibt es da natürlich ein bisschen mehr drüber zu sagen. Also neben der unglaublichen Farbvielfalt, blau, Quatsch, türkis, oder was steht denn hier eigentlich so genau? Ja, türkis. Türkis und weiß. Ich würde einfach weiß, also da kann man nicht viel verkehrt machen, weil man weiß ja immer, wie weiß so ungefähr ausschaut. Haben wir noch Version 5.0 Bluetooth, also ziemlich aktuell. Es gibt natürlich eine Powerbank, weil die Kopfhörer so dermaßen klein sind, da passt kein USB-C-Anschluss mehr oder USB, Micro-USB. Die Kopfhörer sind wasserresistent, zwar nach IPX5. Das war Strahlwasser aus einer Düse. Also nicht untertauchen, auch nicht damit schwimmen gehen. Also man taucht den Kopf nicht unter, dann wäre das natürlich nicht das Drama. Aber wenn es regnet, muss man die zumindest nicht rausnehmen. Es gibt eine Touch-Steuerung. Das ist total edel. Wäre fast an mir vorbeigegangen. Ich habe wirklich eine halbe Stunde nach den Knöpfen gesucht, bevor ich mich selbst dazu überreden konnte, in der Gebrauchsanweisung zu blättern und bin dann eben auf die Touch-Steuerung gekommen. Also Art kapazitive Tasten zeige ich euch noch. Und eine Seite, also ein Stecker, also ein Ohrkopfhörer wiegt 4 Gramm. 4 Gramm, das geht heute schon klar, mit 4 Gramm finde ich total die Härte. So, ja, eine kleine Ladestation ist dabei und die hat natürlich auch einen eigenen internen Akku, logischerweise, um dann den internen Akku der jeweiligen Kopfhörer aufzuladen. Und zwar 420 mAh wird dann selber geladen über USB-C oder Wireless. Ja, man kann dann das Ding einfach auf eine so ein Qi-Dings, warum haben die diesen Ladestationen nicht, also Q und ein I, ja, wer kommt auf so ein, wer designt so ein Wort? Warum haben sie es nicht Ultimate Power Wireless Charging Station genannt, diese Dinger, also diese Ladepads, diese Wireless Ladepads? Oder hätten sie einfach Wireless Ladepads, aber dieses Key, also ist ein Standard zwischen, klar, und hätte man auch einen cooleren Namen geben können. Naja, ist auch egal. Lautsprecherimpedanz 16 Ohm. Ha, das, keine Ahnung. Wiedergabezeit ist ja auch wichtig, 3 Stunden und Standby-Zeit ist eigentlich ja unwichtig, 15 Stunden. Schön. Ich verlinke euch das Angebot von Trading Chen Chen oder zu Trading Chen Chen unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr euch dort anmeldet, dann könnt ihr meine Nummer verwenden. Steht also in der Videobeschreibung. Einfach damit angeben, dann kriege ich nämlich einen Euro. Und dafür bekommt ihr 5. Ah, da Gutscheincode. Könnt ihr euch abschreiben. Müsste gültig sein. Ich glaube, der ist nicht nur einmalig. Keine Ahnung, versucht es einfach. Gut, dann wollen wir die Kopfhörer mal aus der Verpackung schälen. Was gar nicht mal so schwer ist, denn... Wow! Ja, selber die Verpackung gibt nicht viel her, weil mein Chinesisch... ist nicht so gut. Neben IPX5 haben wir hier auch noch IP54. Ein HWA, High Resolution Wireless Audio. Hat da auch schon mal was. Dann ist hier eine Batterie mit Funkdingern, keine Ahnung. Und ach ja, ne klar, Mikrofon. Warum stand denn das jetzt gerade in den Specs nicht mit drin von der Trading Chen Chen? Aber ja, es gibt Mikrofone, zwar gleich zwei. Das ist der Hammer, mal wie klein die Dinger sind. Und dann haben wir oben ein Mikrofon und noch eins. Zwei Mikrofone, damit wir telefonieren können. Ist ja natürlich auch ein Headset. Nicht nur Kopfhörer. Soy printed with soy. Soy ist doch Soja und Ink ist Farbe. Okay, interessant. Das Weiß kommt also offensichtlich hier von Soja. Ich weiß aber nicht, ob das gut oder schlecht ist. 20, ne? Steht hier. Keine Ahnung. Ach, da 20 Stunden. Hat mich gerade was von 15 gesagt. Irgendwie stimmt das überhaupt nicht. Sind das die Dinger überhaupt? Honor Flypods? Jetzt muss ich nochmal kurz mein Tablet checken. Aber hier steht... Ne, ich habe bloß auf Specs gedrückt. Hätte ich vielleicht lieber auf Beschreibung bleiben sollen. Aber da hätte ich mal so viel Text durchlesen müssen. Das ist absolut nicht mein Ding. Schaut euch das mal an. Das hört ihr gar nicht mehr auf. Naja, da bin ich... Also, nee. Unterstützt noch A2DP 1.3 und AVRCP und HFP 1.6 und Crystal Clear Voice dank 4 ENC-Mikrofon. Alter, na dann... Also unten 420 mAh Akku in der Ladestation. Das ist ehrlich gesagt das Einzige von Informationen, die ich euch gerade vorgelesen habe, die ich selber verstehe. Aber in der Praxis interessiert mich das Infeuchten, weil ich mache Musik an und klingt gut oder klingt nicht gut. Wie viele Buchstaben da jetzt in der Beschreibung drin stehen, Abkürzungen, ne? Also CDU, SPD und FDP, das ist mir dann auch egal. Ganz ehrlich, bisher habe ich mit Abkürzungen, gerade in Bezug auf drei Buchstaben, eh nur schlechte Erfahrungen gemacht.
So, das größte Challenge ist, die hier rauszubekommen. Kommt schon. Und wir schauen uns auch den Packungsumfang an. Hier gibt es natürlich noch mehr. Das ist hier dran geklebt. Das habe ich alles wieder verpackt. Ich habe das natürlich schon längst ausgepackt und getestet gehabt. Aber ihr sollt ja wissen, wie das halt angeliefert wird. Nicht, dass du denkst, das ist dann hier so völlig zerranzte Verpackung. Kopfhörer, die schauen wir uns gleich noch ein bisschen näher an, falls ich soweit ranzoomen kann. Und das ist dann die kleine Ladestation. Ganz, ganz schick gemacht. Hier ist ein kleiner Button, das muss man auch erstmal wissen. Das habe ich erst mit der Gebrauchsanweisung, die glücklicherweise im Gegensatz zur Verpackung nämlich auch in Englisch verfasst wurde. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Jedenfalls kann man sich die durchlesen und da weiß man mehr. Also das ist ein Button, damit kann man dann auch die Kopfhörer mit dem Smartphone koppeln. USB-C-Anschluss oder halt Ladestation und einfach nur draufstellen und, ach ja genau, hier vorne natürlich noch 4 Lampen, beziehungsweise 4 LEDs. Vor allem, warum ist denn die jetzt ausgegangen? Kann man die auch irgendwie aktivieren? Ja, man kann auch den Button drücken, den Button hitten und dann werden die auch angezeigt. Das ist natürlich der Ladezustand hier von der kleinen Ladestation und jetzt aufladen dürfte eigentlich, naja, relativ, also, ne, na toll. Ich würde gerade sagen, dass es total einfach ist. Die müssen natürlich schon einmal rechts, einmal links. Das muss natürlich schon passen. So, jetzt sieht man hier auch kleine LED und jetzt wird es halt aufgeladen. So, jetzt kann man noch zumachen. Putsch. Und jetzt kann man die Dinger, naja, sich halt in den Rucksack schmeißen oder einen Schlüpper. Je nachdem, wo man halt seine Kopfhörer gewohnheitsmäßig aufbewahrt. Schauen wir mal, was noch so dabei ist. Viel kommt jetzt nicht mehr, das kann ich schon mal spoilern. So, da hätten wir hier noch ein USB-C-Kabel. Ein Ladegerät an sich ist nicht dabei. Da müsst ihr das Ladegerät vom Tablet verwenden oder das Ladegerät vom Smartphone oder das Ladegerät vom, naja, was ich, Kfz-Ladegerät. Solange 5 Volt dabei rauskommt, ist das schon okay. Gebrauchsanweisung, die ist dann, wie gesagt, hier auf Englisch. Ja, Flypods, also, ich weiß, das also sieht jetzt erstmal nicht danach aus, aber, tada. Restoring to factory settings. Hätten wir, also vor 20 Jahren hätte man nicht gedacht, dass man mal seine Kopfhörer, dass man da die Werkseinstellungen wieder herstellen könnte. Aber heute ist halt alles möglich. Ich frage mich, ob die auch abstürzen können. Also jetzt ohne Mensch, ne? Softwareseitig. So, Double Tap Function, das ist dann das, was ich meine. Zum Glück eben habe ich das hier gelesen. Vorher war mir erst ein totales Rätsel, wie ich die Dinger bedienen soll. Ich hätte natürlich auch bei Training Gen Channels mir durchlesen können, aber ich bin da eher so Try and Error und meistens kommt dann Error und danach lese ich und dann geht's auch wieder klar. So, hier ist nochmal eine kleine Anleitung, was halt was ist. Und da sehen wir, ja, Secondary Microphone und Primary Microphone. Das ist schon ziemlich geil, dass die in diese kleinen 4 Gramm Dinger 2 Mikrofone unterbekommen. Was wiegt denn eigentlich so ein Mikrofon? Mikrogramm oder was? Power Indicator, das habe ich vorhin schon gesagt, das sagt uns hier an halt den Ladezustand der Ladestation. Typ C, Funktionsbutton, viel mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu zeigen. Wenn man noch ein Ordner-Telefon hat, oder ich denke mal, ja, hier steht nur ein Telefon mit EMUI. Ja, das betrifft Ordner und Huawei. Und hier ab EMUI 9.0, aber hier steht Premium Edition, muss es auch noch sein. EMUI 9.0 Premium Edition. Und wenn man dann Bluetooth anmacht, dann kommt ein Pop-Up-Fenster. Ja, also hier steht da nur, dass halt bei EMUI 9.0 Premium Edition dann halt eine Dialogbox aufploppt, wenn man Bluetooth aktiviert hat und das Gerät dann halt die Honor Pods da erkennt. Ah, macht mich jetzt nicht komplett kaputt. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch irgendwas folgt. Ich habe jetzt gerade keine Premium Edition von EMUI 9.0, aber ich glaube nicht, dass die Kopfhörer dadurch besser werden. Aber dass auch schon mal Bescheid wisst, also kommt halt ein Dialogfenster. Da steht vielleicht irgendein Satz drinne, vielleicht wird in den Dialogfenster Gott widerlegt oder sowas. So eine Funktion, die dann nur, ne, also Anhänger von Huawei dann halt genießen dürfen. Weiß ich nicht. Ich meine, wir wissen alle, die Chinesen heute, also die können ja alles. Die können ja alles, die können auch alles berechnen. Und da ist sowas dann vielleicht dann auch dabei. So, gehen wir mal wieder zurück zu den Flypods. Hol die mal wieder raus hier aus ihrem kleinen ladenden Gefängnis. Ach so, die Indicator, die Lampe sagt einem auch an, welchen Akkuzustand sich die Dinge halt befinden. Aber das bekommen wir auch anders raus. Nämlich am Telefon. So, ich habe die nämlich schon verbunden. Und das ist ja nun nicht schwer. Ich denke, ich muss euch nicht erklären, wie euer Telefon Bluetooth funktioniert. Und da haben wir hier, das ist jetzt aber nicht nur bei den Flypods, alle aktuell in so einem Kopfhörer machen das eigentlich. Der wird nämlich neben den kleinen Bluetooth-Symbolen auch der Akkuzustand mit übertragen, wird in Balken angezeigt. Ich sehe gar nicht, wie viele das sind, ich glaube 5. Naja, ich habe jedenfalls noch 2. Also wurde schon langsam Zeit, dass ich die hier mal laden tue. So, und jetzt kann man halt Musik hören, wenn man Wert darauf legt, aber das ist nicht alles. Jetzt ist natürlich die Frage, also ach, ich wollte euch ja die noch mal ein bisschen nah ran zeigen. Ja, die sind jetzt allerdings nicht besonders spektakulär. Also ich habe sie in Türkis, das ist offensichtlich. Ah, ihr geht mir doch immer auf den Leim. Nein, ich habe sie in Weiß. Designmäßig kann man, ja, länglich, ne? Das ist jetzt das Einzige, hier noch 2 Kontakte. Das ist das Aufregendste an den Dingern. Aber ansonsten wirklich sehr unauffällig. Die sind wirklich sehr, sehr leicht. Und halten erstaunlich gut in den Öhrchen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, weil man ja hier die Dings Polsters nicht auswechseln kann, wie man das ja eigentlich von In-Ear-Kopfhörern gewohnt ist. Aber trotzdem, die haben das schon so designt. Geht schon klar.
Tja, soll ich euch den anderen auch noch zeigen? Der sieht ziemlich ähnlich aus. Man könnte sagen, genauso. Nur spiegelverkehrt. Okay, damit sind wir eigentlich schon durch. Was man hier nicht sieht, das ist die touch-sensible Oberfläche. Die ist hier irgendwo. Man tippst halt so drauf. Wunderbar. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das funktioniert, wenn ich sie nicht eingestöpselt habe. Und das geht, glaube ich, auch nur mit den rechten. Nee, andersrum. Beide haben unterschiedliche Funktionen. Genau. Also nicht nur einstöpseln. Dann macht man da-dat. Und zwar gibt es verschiedene Funktionen. Einmal, wenn Musik läuft und wenn sie nicht läuft. Jetzt muss ich mal kurz nochmal mich erinnern, was war. Also auf dem linken Ohrenstöpsel, tap, tap. Da geht der Assistent an. Das ist allerdings bei meinem Meizu 16, ist das ein bisschen Blödsinn. Genau deshalb. Also ich habe es jetzt gemacht. Ich habe es gerade auf mein Öhrchen getippt. Und jetzt, naja, ist halt also chinesisch. Ich habe auch schon ausprobiert. Do you speak English? Meizu, hey, do you speak English? Du sprichst auf jeden Fall nicht Englisch. Ich hab's schon voll gequatscht ohne Ende und da bekomme ich nur irgendwas auf Chinesisch zurück. Ich wette, das Telefon erkennt das und beleidigt mich jetzt. Ich kann sie nicht lesen. Da kann man sich sowas ja schon mal leisten, so als Smartphone. Und wenn ich wiederum auf der rechten Seite, wenn ich die jetzt eingestöpselt habe im Ohr, sonst funktioniert's nicht, doppeltippe. Okay, gut, das ist Blödsinn, das kriegt er jetzt nicht mit. Auf jeden Fall läuft jetzt die Musik. Der ein oder andere hat es vielleicht bemerkt, dass jetzt hier oben da jetzt ein Play-Symbol ist. Passt auf, kann man sehen? Ich mache wieder Doppeltipp und Pause. Ganz ehrlich, das haut mich schon ein bisschen um. Das macht mich schon ein bisschen kaputt. Man fragt sich hier immer, wie man Kopfhörer jetzt in irgendeiner Art und Weise noch weiterentwickeln kann, außer dass man den Sound nochmal verbessert. Aber irgendwann hört ja auch das auf, ja, weil es ist genauso wie mit dem Auge, es ist genauso mit der Erhöhung der Auflösung bei Smartphones. Man merkt den Unterschied irgendwann nicht mehr. Irgendwann ist es kristallklar oder man hat den brummenden Bass oder eben die tollen Höhen. Aber das Gehör hat genauso wie die Augen irgendwo seine Grenzen. Und die Augen können ja auch irgendwann keinen Unterschied mehr in der Pixeldichte wahrnehmen. Aber diese Touch-Steuerung, die finde ich geil. Wirklich, das ist eine coole Idee. Vermutlich nicht von Arno, ist mir vollkommen egal. Der Punkt ist dabei. Wir haben Bluetooth 5.0. Wir haben eine sehr geile Soundwiedergabe. Die Bässe, die brummern schön dafür, dass die Dinger so winzig sind und so extrem leicht. Muss ich sagen, ich finde das Soundwiedergabe wirklich sehr begeistert und man kann auch telefonieren dank zweier Mikrofone. Das kann ich euch zumindest präsentieren, die Soundqualität selber natürlich nicht. Ich kann nur sagen, es ist schön ausgeglichen, das heißt, man hat schöne Bässe zum Beispiel, aber nichts, also weder Höhen, Mitten noch Tiefen sind irgendwie über- oder unterbetont. Das geht klar zum Musikhören, sehr, sehr geil, verschiedene Genres, außer natürlich Volksmusik, denn genau die Kopfhörer, wie die meisten anderen auch am Markt, würden bei der Wiedergabe von Volksmusik Selbstmord begehen. Hallo, ihr Lutscher! Das ist ein Test der, wie heißen die, irgendwas mit Pod-Kopfhörer. Yeah, Soundcheck. Könnt ihr mich gut verstehen? Telefonatgespräch, so mit Headset und so. Ja, ich denke, das reicht. Habt ihr das mitbekommen? Das ist ein Telefonat, das ich geführt habe mit mir selber. Hat irgendwie so einen schizophrenen Touch, aber ich habe es durchgezogen. Und dann habe ich das Telefonat einfach aufgezeichnet. Das kann man ja, während man telefoniert, gibt es da so einen Aufnahmebutton, den hittet man eben und danach wird das aufgezeichnet und dann kann man das über einen Musikplayer wiedergeben. Und jetzt habe ich das über die Lautsprecher vom Telefon wiedergegeben und dann hat man noch Qualitätsverluste durch das Telefonieren an sich auch noch. Ich lebe hier ja praktisch in einem 3G-Bunker. 4G-Bunker auch, ne? Also, wow, die Wände, sie sind geschützt gegen alles, ne? Deshalb ist das natürlich auch eine schwankende Qualität. Es ist also sozusagen auch von den Endgeräten abhängig und natürlich von meinem Empfang und Bibabo. Aber so wie ich es jetzt getestet habe, muss ich sagen, bin ich positiv beeindruckt. Also die beiden Mikrofone, wirklich. Die Dinger sind ja, man hat einen ganz schönen Abstand zum Mund sozusagen, wenn man spricht. Aber trotzdem, man kann echt gut damit telefonieren, muss ich sagen. Ach ja, genau, eine Funktion hätte ich fast vergessen. Natürlich kann man auch noch annehmen, ja, mit der Touch-Steuerung. Wenn halt das Telefon klingelt, das klingelt natürlich dann, also nicht das Telefon, dann klingeln natürlich die Kopfhörer. Das würde man ja sonst nicht hören. Wäre ja irgendwie Blödsinn. Und dann kann man rangehen, mal wieder putsch, putsch, mit der Touch-Steuerung eben dann die Kopfhörer, also das Gespräch annimmt. Ich glaube, ablehnen geht auch. Nur annehmen wäre auch blöd, ne, wenn die Mutti anruft, dann würden einem ja die eigenen Kopfhörer zum Verhängnis werden, das geht ja auch nicht klar. Schön, mehr kann ich jetzt darüber nicht sagen, ich denke, ich habe auch genug gesagt. Ich hätte echt Angst, dass das Video zu kurz wird, aber naja, war unbegründet. Ich verlinke euch die Kopfhörer unten in der Videobeschreibung, sind mal so ein bisschen Premium-Kopfhörer, weil diese In-Ear-Dinger, die gibt es ja wie Sand am Meer. Obwohl, nee, ich glaube, es gibt mehr Sand. Gut, der Vergleich war Blödsinn, aber es gibt zumindest wirklich sehr viele. Also die Auswahl ist groß. Das ist A, Markenprodukt, könnte man sagen, ist ja auch noch. B, kriegt man ein extra Dialogfeld, wenn man Premium-Version von EMUI 9 hat. Das ist ja auch schon mal sehr verlockend. Und C,
kriege ich 1 Euro, wenn ihr euch anmeldet. Ich meine, das allein ist ja schon ein Grund. Immer noch Spaß. Trotzdem, falls ihr euch anmeldet, könnt ihr gerne, so wie gesagt, in der unten Videobeschreibung die Nummer und dann, ne, wunderbar. So könnt ihr mich auch unterstützen. Müsst ja nichts kaufen. Ja, also wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr dann die Verlinkung. Ich werde demnächst noch welche bekommen von Meizu. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Auch in ihr Kopfhörer, die sind aber bedeutend billiger. Und mal schauen, ob sie trotzdem was drauf haben. Ich gehe mal davon aus, Meizu baut auch nur geilen Shit, ähnlich wie Xiaomi. Wird Zeit, dass die einen Schauspieler auf den Markt bringen. Wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Video wieder. Wenn ihr Langeweile habt, kommt wie immer auf moschus.de. Zugegeben, ich habe da jetzt also seit den Notebooks auch nichts mehr veröffentlicht. Da muss ich mal wieder was machen. Und werde ich auch. Da werde ich mal wieder was schreiben. Und das könnt ihr euch dann durchlesen. Und dann könnt ihr ein bisschen was sparen, weil das in der Regel Artikel sind über irgendwelche Geräte, die sehr, sehr günstig sind. Irgendwelche Außenseiter, die man so nicht kennt. Oder ich habe Flash-D-Angebote. Oder ich habe Gutscheincodes. Oder was auch immer. Schaut einfach vorbei. Ihr könnt euch auch im Forum anmelden und da eure Fragen stellen oder Fragen beantworten. Oder bei meinem aktuellen Gewinnspiel mitmachen. Ich verlose gerade. Das muss ich selber überlegen. Es war was geil. Ach ja, genau. Mein letztes, vom letzten Retro-Review. So ein 3D. Das erste 3D-Smartphone. Und zwar von LG. Optimus 3D. Genau heißt das. Könnt ihr noch mitmachen. Gibt es eine direkte Verlinkung unten in der Videobeschreibung. Gebt mir ein Like, wenn ihr das Video, wenn euch das so gefallen hat oder gegebenenfalls oder behelfsweise, wie es juristisch korrekt heißt, wegen den niedlichen Katzen. Könnt ihr mir auch ein Like geben und meinen Kanal natürlich abonnieren. Bis zum nächsten Video. Ciao.